Mario und Etienne. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, dear friends of Sarah and Sean, and dear students and faculty and staff from Bard College Berlin. Seit 2 Monaten sind Sarah und Sean jetzt in Haft. Und ich kann es kaum glauben, ich konnte es auch kaum glauben, als wir die Nachricht damals bekamen. Es werden ihnen haarsträubende, absurde Dinge vorgeworfen. Spionage, Menschenschmuggel, Geldwäsche, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Lauter Verbrechen, die sie offenkundig nicht begangen haben. Sie haben nichts weiter getan, als Menschen in Not zu helfen. Während Europa und alle Länder, die glauben, durch Migration etwas zu verlieren, ihre Grenzen dicht machen, ist eine weltweite Solidaritätsbewegung entstanden. Gerade unter jungen Menschen. Junge Menschen, die entschlossen sind zu helfen und dem Elend nicht tatenlos zuzusehen. Anderen, die in Not sind, zu helfen, ist das älteste Menschenrecht, das wir haben. Humanitäre Hilfe zu bestrafen, ist hingegen ein ziemlich junges Phänomen. Das kennen wir erst seit dem 20. Jahrhundert. Und ich würde jetzt gerne einen Text lesen, den mir eine Frau hinterlassen hat, die 1941 mit ihrem Mann und ihrem Kind auf der Flucht vor den Nazis war. Sie schrieb diesen Text in einem Hotel in Lissabon, während sie auf ihre Schiffspassage wartete, die sie im März 1941 in die USA und in Sicherheit bringen würde. Es sind Notizen, handschriftlich auf Zettel geschrieben, aus einer Welt, die mit unserer heute nicht zu vergleichen ist und in einer Sprache, die wir kaum mehr verstehen und in unsere eigene Sprache übersetzen müssen. Aber ich lese es jetzt trotzdem vor. Sie schrieb, es gibt kein Mitleid mehr. Schlimmer noch, Mitleid wird bestraft. Ich las neulich in einer Zeitung, in einer deutschen Zeitung, folgende Notiz. Ein 40-jähriger Mann schenkte einem polnischen Gefangenen eine Wolljacke und ein Stück Kuchen. Er wurde zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Das ist eine einfache, kurze Geschichte, 2 Zeilen in einer Zeitung. Und sie enthält die ganze Geschichte Deutschlands. Ein Mann, 40 Jahre alt, er hat also noch eine Mutter gehabt, die ihn gelehrt hat, dass der Mensch gut sein soll. Er sieht einen Gefangenen, einen armen Teufel in Lumpen, der friert, der Hunger hat. Er geht nach Hause, holt eine alte Wolljacke und ein Stück Kuchen und denkt nicht daran, den armen Teufel nach Pass oder Parteibuch zu fragen. So einfach ist das. Aber es finden sich Menschen, die aus einer so einfachen Tat einen Straffall machen. Es finden sich Menschen, die den Mann anzeigen, Richter, die ihn verurteilen. 9 Monate Gefängnis für eine Wolljacke und ein Stück Kuchen. Es sind immer Kriege geführt worden, schreckliche Kriege, grauenhafte Kriege. Aber weder in der alten noch in der neuen Geschichte war es strafwürdig, Frierende zu bekleiden und Hungrigen zu essen zu geben. In der alten und in der neuen Geschichte war der Arme, der Elende, der Fremde, der Gefangene, der Flüchtling ein Gottgesandter. Durch seine Lumpen schimmerte Gott. Das wurde 1941 geschrieben, noch bevor das wirklich große Sterben in Europa begann. Ich will nicht sagen, dass die Situation damals mit der Situation heute vergleichbar wäre. Aber das Zitat beschreibt einen Zivilisationsbruch und unsere ganze Nachkriegsordnung hier im Westen hat darauf gefußt, aus diesem Zivilisationsbruch zu lernen. Die Menschenwürde neu zu errichten und der Geschwisterlichkeit, nennen wir es Mitleid, nennen wir es Solidarität, wieder einen Platz einzuräumen. Auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die bis heute unseren Umgang mit Geflüchteten regeln soll, ist aus dieser Erfahrung heraus entstanden. Von Anfang an haben die Staaten, die sich durch die Genfer Flüchtlingskonvention rechtlich gebunden haben, mit der Zivilgesellschaft in Form von humanitären Organisationen zusammengetan. Von Anfang an haben die Staaten die Zivilgesellschaft gebraucht, um das Elend, das sie nicht zuletzt ja selbst erzeugt haben, einigermaßen zu bekämpfen. Dass jetzt private Vereinigungen, humanitäre Organisationen an den Küsten des Mittelmeeres so unter Druck gesetzt werden und ihnen die Hilfe verunmöglicht wird, ist ein Bruch mit den Prinzipien dieser Nachkriegsordnung. Die humanitären Organisationen können nichts dafür, dass sie Teil des Kalküls der Schleuser sind.
Die humanitären Organisationen sind nicht schuld daran, dass Flüchtlinge viel Geld bezahlen müssen, um zu fliehen. Die Verantwortung hierfür trägt vielmehr das internationale Staatensystem und die Regierungen, die es versäumen, die Flüchtlingsordnung der Nachkriegszeit zu reformieren und für die Herausforderungen unserer Zeit neue Lösungen zu finden. Es ist Unrecht, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Es ist Unrecht, Menschen in Situationen zurückzuschicken, wo sie gequält und gedemütigt werden. Es ist Unrecht, die Hilfe für sie zu kriminalisieren und zu verunmöglichen. Es ist Unrecht, Sarah und Sean gefangen zu halten. Danke.